die Inseln Idö und Tjöka. Naturparadiese im Südosten des Åland-Archipels zwischen Schweden und Finnland. Sie sind eine wichtige Inspirationsquelle für Ulla-Lena Lundberg. Hier lebt die Schriftstellerin auch ihre zweite große Leidenschaft aus: Vögel beobachten. Ich habe wirklich jedes Jahr eine Liste meiner Vogelbeobachtungen auf Tjöka gemacht. Und hier einen neuen Vogel zu entdecken, ist so viel schöner als anderswo. Trotz vieler Auslandsaufenthalte in den USA, Japan und Afrika, die Åland-Inseln lassen sie nicht los. Jeden Sommer verbringt die finnische Schriftstellerin auf Tjöka mit seinen rund 250 Einwohnern. Immer wieder hat Ulla-Lena Lundberg über das Leben hier geschrieben. Auch Schwedisch, denn obwohl die Inselgruppe zu Finnland gehört, ist das die offizielle Sprache. Auf Tjöka wurde die Autorin geboren und verbrachte einen Teil ihrer Kindheit hier zwischen Natur und Büchern. Schon immer wollte ich Schriftstellerin werden. Es begann, als ich 4 Jahre alt war und meine Schwester mir erzählte, dass Bücher, die ich für etwas Naturgegebenes wie Steine oder Stöcke hielt, von Menschen geschrieben werden, die man Schriftsteller nennt. Und aus irgendeinem Grund schämte ich mich lange Zeit zu sagen, dass ich genau das werden wollte. Also erzählte ich, dass ich Kapitän auf einem Schiff werden möchte. Mehr als 20 Romane und Sachbücher hat die Autorin bis heute veröffentlicht. 2012 setzt sie ihrer Heimatinsel ein literarisches Denkmal. Mit dem Roman Ys oder Eis, so der Titel der gerade erschienenen deutschen Übersetzung. Er wird in Finnland sofort zum Bestseller und mit dem renommierten Finnlandia-Preis ausgezeichnet. Kritiker loben das Buch vor allem wegen der bildhaften Sprache, mit der Natur und Menschen beschrieben werden. Eis ist ein wichtiges Element in diesem Buch. Es ist einerseits eine wunderbare Sache, denn plötzlich wird die Kommunikation mit den anderen Inseln viel einfacher. Die Menschen laufen Schlittschuhe oder sie fahren Schlitten oder Ähnliches. Es ist fast eine Art Feierlaune, weil der Austausch viel leichter geht. Aber dann gibt es natürlich auch die tödliche Seite des Eises. Also Eis spielt eine große Rolle in diesem Buch. Die Hauptfigur des Romans, ein junger Pfarrer, der Mitte der 40er Jahre mit seiner Frau und seiner kleinen Tochter auf die Insel kommt. Die Hoffnung auf ein neues Leben findet ein plötzliches Ende, als der Pfarrer im Eis einbricht und stirbt. Auch wenn die Insel im Roman einen fiktiven Namen hat, die beschriebenen Schauplätze, wie das Franziskanerkloster, gibt es tatsächlich. Ebenso das Pfarrhaus, in dem die Familie wohnt. Es ist auch das Haus, in dem Ulla-Lena Lundberg 1947 als Tochter eines Priesters geboren wird und wo sie einen Teil ihrer Kindheit verbringt. Das ist ein sehr vertrauter Ort. Schließlich habe ich hier alle Sommer verbracht. Also nicht in diesem Haus, aber mit den Menschen hier auf der Insel. Und zu wissen, dass ich hier geboren wurde und meine ersten Jahre verbracht habe, das bereichert mich ungemein. Und ich habe ein merkwürdiges Verlangen, das den Besuchern hier zu zeigen. Ich möchte das mit anderen teilen. Oft führt die Erfolgsautorin spontan Besucher über ihre Insel. Meine Eltern hatten Schafe. Sie besucht Orte, die in ihrem Leben eine Rolle spielten, und Schauplätze des Romans. So zeigt sie auch die Stelle, an der mit der Ankunft der Pfarrersfamilie das Buch beginnt. Hier war der alte Bootssteg der Kirche. Davon ist kaum noch etwas zu erahnen. Die Boote gingen hier vor Anker, wenn der Hafen voll war. Kleinere Boote konnten an den Stegen an zwei Seiten festmachen. In Eis verarbeitet die 67-Jährige persönliche Erfahrungen. Wie der Pfarrer im Buch verunglückt auch ihr Vater im Eis. Damals war sie 1,5 Jahre alt. Mein Vater war für mich immer ein erdachter Charakter, denn ich kann mich ja nicht wirklich an ihn erinnern. Und deshalb ist mein Buch auch reine Fiktion. Ich denke, ich mache es genauso wie andere Schriftsteller. Ich nutze mein Material und schaffe daraus etwas Ausgedachtes. Einen Roman. Auch wenn Ulla-Lena Lundberg heute in der Nähe der finnischen Hauptstadt Helsinki lebt, nie hat sie ihre enge Verbindung zu den Åland-Inseln und deren Bewohnern verloren. Im nächsten Sommer will sie wieder hierher zurückkehren.